Schlittenunfall? Ziehen Sie sich bitte eine Wartenummer. Frau Dufte! Frau Dufte! Ja, beim Christbaum schlagen die Axt ins Bein gehauen. Ziehen Sie sich eine Wartenummer. Seit wann haben wir Wartenummern? Haben wir nicht. Aber solange die suchen, wo man eine herbekommt, da kann ich wenigstens mal in Ruhe meine Tasse Tee trinken in diesem Irrenhaus. Ich ziehe mal die Nummer. Servus, ich bin der Bonzo. Der Bonzo aus Popofik in Serbien. Leck mich in die Arsch, woher kennst du Popofik? Nee, das steht ja in den Unterlagen. Ah. Und wer bist du? Bist du die Dr. Hirschhausen? Weil du hast den Hirsch auf die Kopf. Ja, ein bisschen Weihnachtsstimmung, wenn man schon den ganzen Heiligabend hier verbringen muss. Also darf. Ich habe überhaupt keine Bock mehr auf Weihnachten. Feiert man in Serbien überhaupt Weihnachten? Keine Ahnung. Aber in Popovic, kleine Scheißdreckskaff in Serbien, da feiert man Weihnachten, drei heilige König, Silvester und Nikolaus an einem einzigen Vormittag. Ah, da stellt ihr dann für den Nikolaus die Stiefel raus. Habe ich einmal gemacht. Dann hat der Drago die Stiefel geklaut, die alte Saudreck. Drecksau. Drecksau sagst du nicht zu mir. Obwohl, von mir aus... Ich habe den Drago gemeint. Ach, du kennst Drago, die alte Weiberschmecker. Also jetzt mal was ganz anderes. Also was fehlt Ihnen eigentlich? In den Unterlagen steht gar nichts. Mir fehlt die Ruhe, weil meine Schwiegermutter ist zu Besuch, die alte Schabracke. Und die geht mich sowas von auf die Sack. Ja, Sie sind verheiratet. Nein, warum? Ja, weil Sie eine Schwiegermutter haben. In Popovic alle haben Schwiegermutter. Sogar schon die kleinen Kinder haben Schwiegermutter. Oh Gott. Scheiße. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Hallo? Ja, Himmel, Christbaum und Hollerstauden. Lass doch deine Bratzen weg. Und zwar schnell. Geht's Ihnen gut? Wie viele Finger sehen Sie? Ja, gleich ein weniger, wenn es mir weiter so vom Gesicht umeinander funkelst. Ist ja gut. Aber woher kommt denn das ganze Blut? Haben Sie in eine Schneidemaschine gelangt? Was für Blut? Ach so, das ist eine Kirschsoße. Also Rosinal hat den Löffel im Mixer vergessen, das Rimpfig. Und jetzt hat's den ganzen Mixer zerrissen. Da fehlt Ingwer. Was? Stimmt. Ja, dass ich doch nicht selber draufgekommen bin. Ich bin gleich wieder da. Da draußen, da braucht jemand dringend etwas. Und zwar ich. Haben Sie mal Feuer? Raus vom Zimmer komme ich her. Und ich muss euch sagen, das Bier ist gleich leer. Herr Bamberger, gehen Sie wieder zurück. Ich komme gleich zum Infusion-Tauschen. Jawohl, aber dann bitte ein Gurgelbräu und nicht wieder diese fade Brühe da. Ja, ich schau mal, was ich machen kann. Genau, morgen muss ich. Morgen, Kinder, wird's was geben. Titelfrau, mir wird ganz schwarz vor die Augen. Ich glaube, ich sterbe tot. Aufwachen! Ja, verdammte Scheißendreck. Das riecht wie Weihnachtsessen in Popovic. Sie können jetzt gehen. Ah, weiß nicht, ich glaube lieber nicht. Ich bleib noch mal über Nacht, weißt, wegen Beobachtung. In Popovic gibt es schönes Sprichwort, das sagt, sicher ist sicher. Das sagen wir hier auch. Oh, das ist schön. Das ist ja wie schlagen zwei Herzen in einen Takt. Ich störe euch ja nur ungern. Aber vielleicht kommst du jetzt einmal zu mir rüber, du Amsel. Also so reden Sie fein, nicht mit mir. Ich red mit jedem so, wie ich will. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Joe Wassel, Sternekoch vom Le Cac da vorne. Le Cac? Gleich ums Eck? Mhm. Da hatten wir letzte Woche Weihnachtsfeier. Und nach der Feier hatten wir alle wieder Dienst. Und plötzlich war die ganze Notaufnahme voll mit uns selbst. Welcher Jahrgang war denn Ihr Ingwer-Saibling? Das war das Rosinal, die war schuld. Die hat diesen Saibling verwechselt, hat die mit dem Dry-Age-Beef. Weil das muss ja ein paar Wochen abhängen. Ja, mal was ganz anderes. Was haben Sie eigentlich? Was ich hab? Ich hab jetzt dann 200 Leute im Lökack. Und alle haben die Ingwer-Ente vorbestellt. Und das Rosinal...
Sprachnachricht. Chef, wegen dem Lebkuchenauflauf, wie lange muss der noch mal im Ofen bleiben? Waren es 4 oder 5 Stunden? Rindfisch! Könnten Sie bitte die Feuerwehr rufen? Mein Handy ist gerade besetzt. Das hält dich nicht aus. Das hält dich nicht aus, mein Herz. Mein Herz. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Hey, Sternekochmann, brauchst du flache Blutdruck? Du, jetzt, wenn du dein Meinet hältst, du auf da drüben. Dann komm ich rüber, dann kriegst du seine drum Fotzen von mir. Hier kriegt keiner von niemand ne Fotzen. Wir sind alle schön friedlich. Es ist Weihnachten, verdammte Scheiße. Ich schmeiß euch hier gleich alle raus. Alle klar. Verstanden? Ja, ist ja schon recht. Servus miteinander. Hey du, hast du einen Moment Zeit für mich? Schleich dich, du Saubauer. Jetzt bin ich zuerst dran. Sie warten bitte draußen. Na gut, sie fixen mal, da kommst du ins Krankenhaus und haben sie keine Zeit. Das gibt's doch nicht. Der Puls ist normal, erstaunlicherweise. Der Puls ist doch mir scheißdrecks wurscht. Ich brauch was zum Essen. Sie kriegen Wiener mit Kartoffelsalat. Wiener mit Kartoffelsalat? Gar keine schlechte Idee. Also, dann nehme ich 200 mal Wiener mit Kartoffelsalat, aber schön einpacken. Hä? Ja, fürs Lökack, 200 mal Ente oder 200 mal Würstel mit Kartoffelsalat, das ist doch auch schon wurscht. Wie kommen Sie denn darauf, dass Sie unser Krankenhausessen bekommen? Ja, was denn sonst? Ich krieg doch sonst nirgends mehr was. Ich kann mich umbringen, ich kann mich aufhängen, ich geh ins Wasser. Aber vergiss die Badehose nicht. Pass auf, Sternekochmann, hab ich Idee. Meine Schwiegermutter, die kocht immer für ganze Dorf. Heute gibt's Cevapcici mit Slivovic-Soße. Langt locker für 200 Leute. Schlimmer als der Ingwer-Saibling kann's nicht werden. Mach ich dir guten Preis. Ja, gut dann, von mir aus. Also dann, aber auf geht's, gehen wir. Servus, Gittelfrau, alle Gute für dich. Also dann, führ dich ein und lass dich nicht ärgern. Halleluja. Und jetzt mal ganz kurz stille Nacht. Hey, du! Aufstieg! Oh, hm? Der war ja auch noch da. Und was fehlt Ihnen? Mir fehlt überhaupt nichts. Aber meine Kühe, verstehst du, meine Kühe, die haben sie so übertrieben mit dem Lebkuchen fressen und mit dem Glühweinshaufen. Die haben einen Dünnschiss, haben die. Sowas habe ich in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Warum ich? Hör mal, der Tierarzt hat schon zugehabt. Muli, 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 kommt's rein, da ist die Warmherrin. Yeah.